Ja, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute haben wir wieder ein Süßigkeiten-Video, diesmal aus Großbritannien Süßigkeiten. Ich zeige euch mal wie immer die Produkte als erstes, weil ihr seht sie ja gerade nicht, weil die vor mir liegen. Also, wir fangen an, das erste Produkt ist einmal hier diese schönen Bonbons. Ich denke mir, die werden mir schmecken. Sieht relativ gut aus. Ja, hier mal einen Süßigkeitenladen in Berlin geholt. Die kosten normalerweise 1 Pfund. Ich bin mir jetzt nicht sicher, was ich bezahlt habe. Ich glaube, waren bei mir ungefähr 2 Euro. Dann haben wir eine Karamellstange. Die wird sehr karamellig und wird ein bisschen kleben. Ein bisschen. Dann haben wir, nehme ich mal das Größte. Das ist hier. Das wird auch schön lecker schmecken, denke ich mir auch Karamell. Aber mal gucken, wo ich mir denke, okay, wird es mir so gefallen. Ich habe schon eine Vorahnung, wie ob es diese deutschen Süßigkeiten sind, aber die gefallen mir nicht so. Dann haben wir was sehr Ausgefallenes. Kostet 49 Pennies eigentlich normalerweise, ist mit Marshmallow, ist so eine Art Kitzriegel, aber der wird wahrscheinlich mega gut. Und dann haben wir noch mal was Saures. Ja, die werden wir testen als letztes und wir fangen ja an mit den Bonbons. Bonbons aus Großbritannien. Ich hoffe, die sind easy zu, dass ich die nicht lutschen muss, weil ich will diese Füllung, die sind ja gefüllt. Auch ran und deswegen schauen wir mal nach. Das ist mal klein schön edel eingepackt. Also diese Farbe ein bisschen. Ja, kann man halt mein Haar essen. Super, gut. Preis war schon mal super. Dann habe ich hier der Riegel erst auch schon weich, aber mal gucken, wie der schmeckt. Bin ich gespannt. Machen wir mal auf. Der nächste Riegel ist auch karamellschuppig. Ich ziehe ihn mal hier vor. Und probieren wir mal. Eine Ecke. Oh, wirklich Karamell und aber hart. Schokolade. Ja, gut. Kommen wir zum nächsten größeren, was eigentlich größere und schwerste ist. Mit rund 200 Gramm. Und einmal diese Flöcke. Mal gucken, wie die werden. So, wir öffnen schon mal und haben nochmal eine Verpackung. Also ist gut, wenn die Verpackung wieder irgendwie verwenden müsste zu Hause. Kann man nicht verwenden, da ist folgende Sache drin. Probieren wir mal aus. Ja. Schweißen. Okay. Mal einen raus. Aber sehr trocken. Nee, das ist nicht mehr mein Ding. Kann ich nicht empfehlen. Das ist auch für mich. Sind einfach so trocken. Kann ich beschreiben. Ja, wie ich bei dem ersten amerikanischen Süßigkeiten-Video hatte, da war auch sowas Trockenes. Ja, das ist nicht mehr mein Ding. Nee. Deswegen freue ich mich schon viel mehr jetzt auf den. Nächste Sache, aber wieder nachspülen. Weil ich würde nicht diesen Geschmack jetzt im Mund haben, von den Dingern. Was sonst so ein bisschen doof wäre, wenn man von diesen Dingern den Geschmack von hat. Nächstes ist dieser Riegel hier. Machen wir ihn auf. Ich freue mich ja schon drauf, weil ich denke mir, der wird gut. Was kommt dann? Das ist Rice Krispie mit Marshmallows Geschmack. Marshmallow, Reiswürstchen mit Marshmallow. Ah, das ist echt so eine Reiswaffe. Oh, da riecht jetzt schon, wo ich es gerade ausgepackt habe. So richtig sogar süß. Oh ja. Ich nehme das mal so zuckersüß, aber richtig zuckersüß. Und so ein bisschen nach Marshmallow. Oh, geil. Ist top. Die müsst ihr euch kaufen. Wenn ich überlegen wollte, erst das Essen drauf, aber ist das auch Essen nach der Dreh, aber ist noch besser. Oha. Ja, gut. Kommen wir zum letzten. Das war diese Dose, die wir. Problem ist, die hatten nichts Ausgefallenes in diesem Laden. Wirklich nichts. Wo ich dann die Verkäuferin gefragt habe, was habt ihr denn so von dem Laden da? Was ausgefallen ist und da hat sie mir nicht so richtig bei.
können, wo ich es gekauft habe. Aber schon mal top. So, die erste Plastikverpackung ist ab. Kleine, aber feine Bonbons hier. Ups, Schärfer. Süße Kopf? Ja. Also, diese Tütchen drin. Mal gucken. Bonbon ist draußen. Ab im Mund damit und kosten. Die sind so sauer. Mit beiden rauch. Und hart. So sauer. So, fangen wir jetzt an, was diesmal eine schwere Entscheidung wird, was top war und was schlecht war. Wir fangen erstmal mit der Top 1. Das war dieser Marshmallow-Reissnack. Der war wirklich top. Den kann ich euch empfehlen. Jetzt Nummer 2 nimmt hier die Karamell-Schoko-Stange. Die war auch schön gefehlt, hat schön lecker geschmeckt. Und dann würde ich, jetzt überlege gerade, die oder die. Sag mal so, wenn man wirklich mal eine saure Sache haben will, dann würde ich die Bonbons sehr empfehlen. Weil. Ich habe einfach hier oben so kleine Bonbons drin, aus dem Packen hier. Kannst die da reinmachen und dann hast du schön Bonbons zum Mitnehmen. Hast nicht überall eine Tasche und kannst sie schön überall mitnehmen. Also, welche die sauren Dinger. Ja, das war dann gekommen. Als vorletzter Platz hast du dann aber auch mal mitnehmen kannst, sind diese Bonbons, die werden auch jedem schmecken, wie man so Leute kennt. Und was mir nicht geschmeckt hat. So. Großbritannische Süßigkeiten. So, und was mir nicht geschmeckt hat, waren die schönen Dinger. Mir ist gerade die Kamera ausgegangen, weil die zu heiß geworden ist. So, waren hier. Die waren so, naja. Also, es war nicht mein Ding gewesen. Ich weiß nicht, ob jemand die mag, aber mein Ding waren die Dinger nicht gewesen. Sind ein bisschen Tüte hier drin. War nicht mein Ding gewesen, wie gesagt. Aber waren schon okay gewesen. Und so, ich würde persönlich nicht helfen. Ja, schreibt mir mal in den Kommentaren, wie ihr dieses Video gefunden habt. Wenn ihr es gut gefunden habt, dann schreibt mir irgendwas in den Kommentaren, ob ihr Fragen an mich habt. Hier kommt ihr zu den letzten Süßigkeiten-Video. Und hier könnt ihr auch noch ein Video anschauen. Und hier könnt ihr ein Abo da lassen, lasst mir einen Daumen hoch da. Und wie gesagt, ein paar Kommentare, dass ich ein Kommentar-Kommentier-Video machen kann für euch. Wir sehen uns, bis zum nächsten Video. Bye, bye.